1995. Eine der modernsten Ballettakademien in Augsburg wird aus der Taufe gehoben. Nathalie Böck und István Németh gründen das Dance Center No. 1. In den folgenden Jahren reiht sich ein Höhepunkt an den anderen. 1996 findet die erste Aufführung statt, das unheimliche Zauberschloss. Noch im selben Jahr folgt der erste internationale Austausch mit Blue Lake Fine Arts USA. Das erste Weihnachtsmärchen, Weihnachtsgans Auguste, kommt auf die Bühne. Die Ballett Company für besonders begabte Schüler wird gegründet und hat gleich ihren ersten Auftritt mit dem Augsburger Ärzteorchester in der Markuspassion. 1997, Flug über den großen Teich zur ersten Tournee in den USA. 1998, ein Schlüsseljahr für Böck und Németh. Die Dreharbeiten zu István Némeths Tanzfilm »Der Tod und das Mädchen« finden statt. In der Ruine des fünfgeschossigen Spinnereihochbaus. Ein Teil der ehemaligen Baumwollspinnerei und Weberei, besser bekannt als Glaspalast. Der große Traum entsteht. Dance Center No. 1 im Glaspalast. Das ZDF überträgt live eine Messe aus der St. Anna-Kirche in Augsburg, die István Németh mit seinen Schülern choreografiert. 2001, Open Air auf dem Augsburger Rathausplatz. Das Dance Center tanzt Vivaldis Vier Jahreszeiten, erneut begleitet vom Ärzteorchester. 2005. Der Traum wird wahr. Das Dance Center No. 1 kann in die neuen Räumlichkeiten im Glaspalast einziehen. Das elegante Architekturdenkmal von europäischem Rang bildet nun den Rahmen für die Ballettakademie. Noch in diesem Jahr wird ein neues, detailliertes Ausbildungssystem eingeführt. 2006 interpretiert die Ballett Company des Dance Centers Wolfgang Amadeus Mozarts Requiem in der St. Anna-Kirche. Es ist eine multimediale Aufführung mit dem Augsburger Ärzteorchester, dem Vokalensemble und Bläsern der Augsburger Philharmoniker.
Im selben Jahr tanzen Schüler bei der Gala Sterne der Nacht mit Chris Colonco. Zahlreiche weitere Vorstellungen folgen. 2008 ist das Jahr der Medaillen. Das Dance Center No. 1 gewinnt zahlreiche Titel beim deutschen Ballettwettbewerb und tanzt sich beim International Dance World Cup in Vancouver, Kanada ganz nach oben. Aufs Treppchen für Weltmeister. Das Dance Center prägt die jungen Talente von heute durch starke Eindrücke bei Wettbewerben, Vorstellungen sowie Events und bereitet sie so für ihre professionelle Laufbahn von morgen vor. Im eigenen Land und auch international.